Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und hier startet meine Wandertour des Heidschnuckenwegs. Ja, wir haben fantastisches Wetter, ihr seht's, ich werde geblendet. Ja, keine Wolke am Himmel, richtig geiles Winterwetter. Ja, und wir beschäftigen uns heute natürlich auch mit der Frage, wie wandert man denn überhaupt im Winter, beziehungsweise was ist der Unterschied? Ja, und dann hoffe ich auf einen schönen Tourstart und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Kommt mit! Ja, das war ein alter Truppenübungsplatz und so wie ich das verstanden habe, haben sie da Teile der Bäume weggemacht, damit sich da Heide wieder ansiedeln kann. Also man hat sozusagen in die Natur eingegriffen. Ne? Also ich musste ein bisschen an Ben denken, der wäre wahrscheinlich umgefallen vor positiver Erregung, falls er nicht schon mal hier war, um sich das anzugucken. Weil das war ganz interessant, also auch für mich als Laien durchaus verständlich, was da so drauf stand, was sie für Maßnahmen ergriffen haben und so weiter. Naja, ja, wie bin ich überhaupt hier hingekommen, wie bin ich gestartet, wie war der Tag bis jetzt? Ich bin jetzt knapp... ja, ich würde schätzen, so 2-3 Kilometer oder so gewandert. Ja, nicht allzu viel, aber ganz entspannt. Ja. Ich bin einfach aus Hamburg mit der S3 hergefahren. Ja. Dauert knapp ein halbes Stündchen, kostet 3,30 oder sowas. Ja. Also ich glaube, für jeden relativ einfach zu erreichen. Und den Fischbeek, dann, da hält man kurz durchgewandert durch die Stadt, Kleinstadt. Ja. Und ja. Dann ging es auch schon los und seitdem wandere ich hier durch die Heide. Ich habe meinen Rucksack heute Morgen gewogen. Wir sind bei knapp 14,5 bis 15 Kilo. Ja, 14,5 hat er gezeigt ohne Kamera-Equipment, also wahrscheinlich 15 mit. Das wollt ihr ungefähr erreichen, aber die 15 sind natürlich mit Wasser und Essen. Und das Essen habe ich für, ich glaube, 3,5 Tage knapp im Voraus dabei. Das heißt, mit der Zeit wird das immer ein bisschen weniger werden. Ja, ich nehme ja am Anfang immer ein bisschen mehr Essen mit. Damit ich Engpassagen, ja, wenn keine Dörfer kommen, um mal was zu holen oder so, auszugleichen. Ja. Ja, wir haben jetzt ungefähr 12 Uhr. Ich werde demnächst mal was essen. Wir haben um die 0 Grad, leicht plus, mit Wind 0 Grad. Ja. In der Nacht geht es ein bisschen runter auf minus 3 bis minus 5, je nachdem, wo man ist. Und ja, eine entspannte Tour. Ich werde mal gucken, wie viel ich mache. Ja, ich habe mir kein festes Ziel vorgenommen. Ich habe einfach gesagt, die 223 Kilometer, die der Heidschnuckenweg hat, die wandere ich, wie ich lustig bin. Ja. Und wenn ich jetzt in 7 Tagen das schaffe, das wären 31, noch was Kilometer am Tag, dann ist das so. Vielleicht habe ich nach 3 Tagen keine Lust mehr oder ich lasse mir 10 Tage Zeit oder. Je nachdem, wie ich gerade lustig bin und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Und jeden Tag versuchen, über ein bestimmtes Thema zu reden. Ja, heute reden wir später dann noch ein bisschen über Wandern im Winter, ja, worauf man so ein bisschen achten muss. Im Gegensatz jetzt wahrscheinlich zum Sommer, wo die meisten von euch wandern oder eher in milderen Temperaturen. Nicht? Ja. Ich habe mir übrigens auch noch ausgedruckt einen Wanderpass. Ja. Und man kriegt am Ende, wenn man sich überall stempeln lässt, ich glaube 14 Mal auf dem Heidschnuckenweg kann man sich stempeln lassen, kann man sich eine Nadel, so eine kleine Ansteckwandernadel, ja, ich bin den Heidschnuckenweg gewandert, komplett in Gold holen. Ja, es gibt so Bronze, Silber, Gold und Gold ist halt für die, die alles mal gewandert sind. Ja, ja, mal gucken, was sich dann so auf der Tour ergibt. Und ich wandere jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Ist hier wirklich sehr schön, natürlich deutlich flacher als in, im Westweg. Logischerweise, ja, aber auch ein bisschen auf und ab. Insgesamt sind es auf der ganzen Tour 1500 Höhenmetern. Das ist natürlich gerade mal ein Viertel ungefähr von dem, was man auf dem Westweg an Höhenmetern hat. Aber meine Güte, ja, stört mich nicht. Hauptsache schön und ich habe Spaß am Wandern.
Ja, meine Freunde, das war gerade Tempelberg. Als ich das gelesen habe auf dem Schild, dachte ich eigentlich, wir hätten jetzt sowas wie einen Feldberg oder so, so ein High Peak, so ein hoher Punkt, ja, sozusagen, mit viel Ausblick. Aber eigentlich ist das nur eine Ansammlung von Häusern. Warum sage ich Ansammlung von Häusern? Weil es keinen Supermarkt gibt, es gibt keine Kirche, es gibt kein Rathaus, es gibt gar nichts, sondern nur Wohnhäuser. Wunderschön da. Ich bin mir sicher, die ein oder anderen Häuser davon werden als Ferienhäuser vermietet werden oder so, oder zumindest Halbpension, ich weiß es nicht genau, müsste ich mal nachgucken. Aber genau so würde ich eigentlich am liebsten wohnen, ne? Weil da sind nichts außer Häuser mit relativ großen Grundstücken, ja, überall Hunde, jetzt nicht mega viele, es wird nicht den ganzen Tag gebellt, aber schon hier und da mal ein Hund. Und überall, jeder hat sein Feuerholz und man ist hier halt einfach komplett umgeben nur von Wald. Also richtig so ein kleines Minidorf mit knapp 50 Häusern, mitten im Wald. Eine einzige Straße führt dahin. Finde ich geil. So würde ich am liebsten wohnen. Das wäre irgendwie richtig cool. Aber ich habe nicht genug Geld. Das ist mir leider nicht vergönnt. Aber passt schon. Dafür habe ich die Freuden des Wanderns. Und war cool, da durchzuwandern. Also vielleicht kann man sich ja... Okay. Da sägt sich Schirmann was zurecht. Ja. Wahrscheinlich machen sie Feuerholz oder so, keine Ahnung. War auf jeden Fall schön, da durchzuwandern. Ich werde mir Tempelberg mal merken, ja, und mal ein bisschen nachforschen, was das überhaupt ist. Vielleicht kann es mir auch einfach einer in die Kommentare von euch schreiben. Vielleicht wisst ihr ja was. Mal gucken. Ich wandere jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Ich habe übrigens meine kleine Pause zwischendurch gemacht. Ja. Übrigens total geil, wenn man halt außen seine Schaumstoffmatratze hat. Dran, kann man die einfach immer so ganz schnell mit dem Clip abmachen. Guck mal, so habe ich die da dran. Einfach nur klick, klick, kann ich sie ausbreiten auf eine Bank, wo jetzt die voll mit Schnee war, ja, draufgesetzt, noch Rucksack draufgelegt und dann später wieder zusammengerollt, weil die saugt sich ja nicht mit Wasser voll. Praktisch! Ja, das erste Mal wieder richtig wandern, ja, also über die 10 Kilometer hinaus an einem Tag mit ordentlich Gepäck. Und ich muss sagen, ich merke es ein bisschen in den Knien, aber sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Ne? Ich bin zwar schon mal auf 10 Kilometer Wandertouren, ja, aber dann halt nicht mehrere Tage hintereinander und mit höchstens mal so 7 Kilo Gepäck oder so. Das heißt, das hier ist jetzt sozusagen gerade mein Frühjahrstraining, so ein bisschen, ja. Ich merke schon richtig, das hat mir echt ein bisschen gefehlt. Ich war ja echt so nach Silvester 2 Wochen richtig krank, dann 2 Wochen so mittelkrank und dann jetzt nochmal die letzten 2 Wochen so ein angekratzt krank. 6 Wochen lang hat mich das jetzt genervt, völlig unausgelastet, ja, auch unzufrieden einfach, weil ich habe mir dieses Jahr viel vorgenommen, wenn es um Wandern und natürlich auch um den Kanal geht. Ja. Mit Videos komme ich gut hinterher. Ich habe sogar ein bisschen vorproduziert. Das heißt, das funktioniert auch alles mit, wenn ich 10 Tage unterwegs bin, dass trotzdem für euch 2 Videos die Woche kommen. Meistens ja donnerstags und sonntags. Und gerne ab und zu mal anstatt sonntags, montags. Das liegt dann einfach daran, dass ich ja, mit meiner Frau lieber noch einen Film gucke und was koche, anstatt dann abends noch was zu schneiden oder so. Verzeiht es mir bitte. Ja, aber das ist dann so. Und dann versuche ich es direkt Montag irgendwie noch hinzukriegen. Aber das funktioniert dann eigentlich immer. Ja, und jetzt habe ich ungefähr mittlerweile so 12 Kilometer hinter mir. Hat mir das letzte Wanderschild ungefähr gesagt. Ja, in 4 Kilometern ist so ein erstes Stempeldings, womit ich meinen Reisepass stempeln kann, um mir eine Heidschnuckennadel zu holen. Ja. Die übrigens, ja, Geschmackssache ist. Sie ist ein bisschen kindlich, ja, es ist so ein comicartiger Schafskopf drauf. Heidschnuckenkopf natürlich, logischerweise. Ja, was soll's, ne? Mal gucken. Ja, Wandern im Winter. Was ist denn da so großartig zu beachten? Jetzt ist es so, außer dass hier gerade auf dem Heidschnuckenweg
kalt ist, also um die 0 Grad, ist eigentlich kaum Winter. Wir haben ja sogar Topwetter. Aber ich kann ja von meinem letzten Harzabenteuer erzählen, was denn so logischerweise die Unterschiede sind. Einer der größten Unterschiede beim Wandern im Winter gegenüber Sommer ist vor allen Dingen das Auskühlen in der Pause. Das ist sehr, sehr heftig teilweise. Da muss man richtig aufpassen, weil beim Wandern schwitzt man. Also ich, selbst wenn ich die Jacke aufmache, schwitze ich beim Wandern. Selbst bei der Kälte, das ist bei mir einfach so. Ja, da kann ich nichts machen. Wenn ich mich dann hinsetze, um Pause zu machen, dann kühlt man extremst schnell aus, weil es hat sich ja beim Wandern, egal wie gut belüftet dein Rücken beim Rucksack ist, immer irgendwo Schweiß gesammelt. Ja. Das heißt, man muss immer irgendwie eine Möglichkeit haben, entweder nur Kurzpause zu machen, sich dabei übrigens gut hinsetzen zu können, ja, weil ja, alles immer mit Schnee voll ist und kalt ist und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwas zum Sitzen ist durchaus ratsam im Winter und man muss immer aufpassen, dass man nicht auskühlt. Ja. Dann sind natürlich noch Gamaschen anzuraten, wenn denn die Schneelage so hoch ist. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich das letzte Mal im Harz vielleicht welche gebrauchen können. Ja, war ein bisschen unten, war meine Hose nass. Es ging aber. Jetzt habe ich mir welche bestellt, die sind mir aber ein bisschen zu eng und in der falschen Farbe geliefert worden und ich habe sie jetzt einfach nicht mitgenommen, weil ich dann keinen Bock hatte, die mitzunehmen und ich brauche sie hier auch nicht. Ja? Also wir haben hier Höhenlagen von höchstens mal 200 Metern hoch und hier liegt zwar Schnee, aber der ist nie höher als so. Ja? Also das ist ja absolut zu bewältigen mit normalen Wanderschuhen. Ja? Wenn er natürlich höher wird und wenn er ganz hoch wird, da habe ich aber gar keine Ahnung von. Da hoffe ich auf ein paar Kommentare von erfahrenen Berg-Winter-Schneewanderern, und zwar Schneeschuhe. Ja, worauf man da so ein bisschen achten muss, weil das würde mich auch noch interessieren. Es wird natürlich gerade bei längeren Touren, die irgendwo sonst wo durch die Walachei gehen, wo man gar nicht mehr von dem Weg sprechen kann, natürlich unabdingbar. Ja, da kann man nichts machen. Und noch ein wichtiger Punkt für Winterwanderungen ist es, abends was Vernünftiges zu haben, wo du dich ausbreiten kannst ein bisschen, ja, wo du zur Not auch mal drin kochen kannst und so weiter und so fort. Ja, also ein größeres Tarp oder ein Zelt bzw. eine Kombination, wie ich das jetzt mache, ja, habe ich im letzten Zelt versus Biwak, ja, Setup, habe ich euch das mal gezeigt, wie ich das jetzt machen möchte. Man muss auch ein bisschen gucken, wie das dann mit der Uhrzeit abends ist, ne? Weil ja die Sonne so früh untergeht. Jetzt habe ich gesagt, ich wandere erst wieder los, wenn mindestens bis 17 Uhr hell ist. Das ist jetzt ungefähr, deshalb wandere ich jetzt auch wieder richtig los. Gut, das war vor 2-3 Wochen auch schon so, aber da war ich krank. Und dann gucken wir mal, wie man sich abends beschäftigen kann. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, auf die man achten muss. Ich habe jetzt zum Beispiel speziell noch dabei ein bisschen Winterschlafklamotten sozusagen. Ja, ich habe eine lange Unterhose mit, dicke Extrasocken, noch ein extra T-Shirt, die halt in einen wasserdichten Packsack, muss mal den Arm wechseln, wasserdichten Packsack eingepackt sind, damit ich die immer abends rausholen kann und dann was auf jeden Fall Trockenes, Kuscheliges für den Schlafsack habe. Ja. Also ein bisschen auf den Komfort achten, weil man hat am Tag den kalten Wind, der einen reinbläst. Wenn man jetzt nicht so gutes Wetter hat wie ich, dann muss man, ja, dann kann man noch schlechtere Laune kriegen. Das ist umso wichtiger, dass man abends natürlich was hat, was einen ein bisschen aufheitert. Ja. Ein Stück Schokolade, kuschelige Klamotten, was Geiles zu trinken, was weiß ich, was euch alles so einfällt, was euch Freude bereitet. Ne? Ja. Und ich wandere jetzt noch ein bisschen weiter. Ich würde mal sagen, in einer Stunde ungefähr werde ich mir ein Lager aufschlagen. Da zeige ich euch dann natürlich noch, wie ich mich hier draußen ein bisschen aufbaue, was es noch so zu sehen gibt. Ja, es gab schon einige schöne Plätze. Wie gesagt, der Tempelberg, ja. Dann der alte Flugplatz, der da oben in der Heide drin war, ganz am Anfang. Ja. Und dann nochmal die geile Jägerwiese, die auch vor ein paar Kilometern war. Na, das ist schon sehr schön. Ich habe natürlich aber auch das beste Wetter erwischt, um den Wanderweg hier zu machen. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, dann wandern wir mal weiter.
Hi Leute, es ist schon spät geworden, die Kamera kriselt ein bisschen, ich bitte das zu entschuldigen. Die allerletzten Sonnenstrahlen gehen gerade da hinterm Hügel unter. Ich musste noch aufbauen und so weiter und so fort. Ich bin heute, glaube ich, knapp 16 Kilometer ungefähr weit gekommen, würde ich sagen. 16 bis 18, irgendwo dazwischen. Und ich bin jetzt echt alle, ich muss was essen. Ich zeige euch nur einmal ganz kurz den Aufbau. Und vielleicht sprechen wir uns später nochmal vom Schlafengehen. Seht ihr jetzt hier, ne? Ganz klassisch mit Tarp. Ja? Schön gespannt. Und dann hier drunter nur das Mesh vom Zelt, damit ich ein ordentliches Windchen habe und an den Seiten natürlich rausgucken kann. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal trinken, essen, Schlafplatz vorbereiten, mich ein bisschen ausruhen und so weiter und so fort. Und vielleicht sprechen wir uns ja dann später nochmal. Bis dahin.